Mich erreichen immer wieder private E-Mails und Kommentare, die bei mir nachfragen, wie man eigentlich richtig liest und wie man noch mehr liest oder lesen kann. Was die beste Haltung, die beste Einstellung ist, die man dazu einnehmen soll. Sogar, was gute, was schlechte Lesegewohnheiten sind. Ob man im Bett, am Schreibtisch oder in der Badewanne, naja, wo genau, lesen soll und in welchem Tempo. Wie bewältigt man einen echten Wälzer, Anna Karenina oder den Zauberberg? Was halte ich von Speedreading, dem Schnelllesen? Und geht das überhaupt? Und da sage ich gleich, nicht für mich. Eine andere Frage lautet, lese ich ein Buch grundsätzlich einmal schnell durch und dann nochmals Wort für Wort? Okay, vorab. Das Wo ist einfach zu beantworten. Ich lese überall, wo ich kann und auch muss. Morgens in der Badewanne, in der Straßenbahn, im Zug, im Taxi, abends im Bett, vor dem Kamin, auf dem gemütlichen Ohrensessel, der mich und das Buch geradezu einrahmt, umfasst und schützt. Neben mir einen Schreibblock, auf dem ich mir Einsichten notiere oder auch mit Post-its, auf denen ich mir diese Einsichten und gute Sätze notiere, die ich mir merken möchte. Ihr seht also, ich kann diese Frage zunächst nur persönlich beantworten und dann etwas verallgemeinern. Ich kann nicht Gebote vorschreiben, das will ich auch gar nicht, nur Tipps anbieten. Gerade für Leute, die weder akademisch noch kompositorisch lesen, so wie ich es tue. Das heißt, kompositorisch, ich lese ein Werk immer auch darauf hin, was ich für mein eigenes Schreiben und Erzählen lernen kann. An einem Beispiel erklärt. Bei Susanna von Alex Capus. Jetzt könnte man darüber streiten, wie man ihn auszusprechen hat. Das weiß Alex selber wahrscheinlich am besten. Alex Capus oder Alex Capus. Frage ich mich, wie es ihm gelingt, eine Vorgeschichte im Flashback zu erzählen und uns 30 Seiten lang in Anspannung zu halten. Also das geht so. Susanna steht, das ist die Hauptfigur natürlich, steht auf der Fulton Ferry nach Brooklyn. Dann folgen jene 30 Seiten Rückblick. Dann sind wir wieder, beziehungsweise immer noch auf der Fähre, der Fulton Ferry. Und da Capus ein Erzähler ist, der mich unterhält, mir im doppelten Wortsinn also unter die Arme greift, will ich ohnehin nicht aufhören. Also komme ich durch die 30 Seiten und bin wieder auf der Fulton Ferry und weiter geht's. Was aber, wenn ich mitten in diesem Flashback aufhören muss? Und daraus folgt schon Ratschlag Nummer 1. Ich schreibe auf die Seite, Buchseite, Rückblick Susanna Fulton Ferry. Und so bin ich orientiert, wenn ich weiterlesen möchte. Ich bin bekanntlich ein Mensch, wie alle anderen auch, lese nicht nur kompositorisch, sondern auch einfach so, zu meinem Vergnügen, zu meiner Belehrung, zur Sinnstiftung. Für mich muss ein Werk nicht nur lebenswahr sein, das ist gar nicht so wichtig, es muss den Zuschuss an Überlebenswahrheit bieten. Überlebenswahrheit, der Literatur zu dem macht, was sie ist. Man muss sich Zeit herausnehmen für ein Buch. So wie man sich, Stichwort Binge-Watching, ja auch Zeit nimmt für eine Streaming-Serie. Und dieses mein Binge-Reading ist mein Ideal, also ein Buch in einem Zug durchzulesen. Vielleicht auf 2 Tage verteilt, was natürlich nur bei einem Werk funktionieren kann, das, sagen wir mal, 500 Seiten nicht übersteigt. Und daraus folgt Ratschlag Nummer 2. Man bleibt so lange bei der Stange, respektive Lektüre, wie es nur geht, wenn man andernfalls aus dem Buch herausfällt, den Kontext verliert. Und sollte das nicht gehen, Freunde, macht man, was ich über Susanna von Capus gesagt habe. Am Rand mit Bleistift notieren, an welcher Stelle man sich befindet, wo man gerade ist, was geschehen ist. Für dieses man bleibt so lange dabei, wie es nur geht, eignet sich Anton Tschechow am besten, hätte die 3 sogenannten kleinen Romane in einem Band übersetzt von Peter Urban, Verlag Friedenauer Presse, eine langweilige Geschichte, ein Duell und Erzählung eines Unbekannten. Das Beste ist übrigens immer, an einer spannenden Stelle einem Cliffhanger aufzuhören. Dann freut man sich auf den nächsten Tag, da man wieder seine 10 bis 20 oder mehr Seiten lesen kann. Das ist überhaupt das Schönste, wenn man sich, wenn man also am Abend so 10, 20 Seiten liest, dann aufhört und dann weiß, das ist am nächsten Tag, habe ich wieder dieses wunderbare Buch und freut sich schon darauf. Das ist wundervoll. Ratschlag 3. Wenn es nicht unbedingt sein muss,
lese man bitte nie ein Buch und dazwischen und daneben ein anderes. Das ist nur bedingt ein Ratschlag. Ich sagte, wenn es nicht unbedingt sein muss. Bitte immer nur eines und nicht ein anderes daneben. Ein literarisches Kunstwerk, das Überlebenswahrheiten zu bieten hat, verdient es, dass man sich ihm und nur ihm widmet. Es duldet keine anderen Göttinnen und Götter neben sich. Ausnahmen bilden immer Sachbücher. Die kann man auch zwischendurch zur Hand nehmen. Und das hat einen einfachen Grund, zumindest für mich. Man lese, so mein Tipp, ein Sachbuch immer mit der Frage, welche Informationen man daraus gewinnen will. Dafür sind Sachbücher da, literarische Werke nicht. Ratschlag 4. Dieser Ratschlag, man lese nie zwei oder mehrere Bücher nebeneinander, gilt natürlich desto mehr noch für echte Wälzer. Früher nannte man das Scharteken. Das ist ein wunderschönes Wort, da kann man sich das richtig vorstellen. Ein Riesending. Also Arno Schmidt-Zettels Traum. Das ist so schwer wie drei Brockhaus-Bände. Aber welcher Wälzer lohnt sich? Na gut, hier greife man auf den Kanon zurück, egal welchen. Das ist den von Marcel Reich-Ranitzky oder auf unseren hier, auf Literatur ist alles, den 21 Büchern fürs 21. Jahrhundert oder einen anderen, der einen gewissen Anspruch erfüllt. Das ist das Fundament, auf dem man aufbauen kann. Oft fragt man mich, welchen dieser Schmöker soll ich ernsthaft als erstes wirklich für mich lesen? Ich sage dann oft Anna Karenina, weil ich es nach mehrmaliger Lektüre immer noch für so mitreißend halte, dass man nicht wirklich aufhören will, kann. Subjektiv dennoch. Aber in dieser Frage steckt eine andere. Und die dürfte jeden und jede interessieren. Was lohnt sich überhaupt? Was, Markus Gasser, ist für Sie ein wirklich gutes Buch? Für mich ist ein gutes Buch eines, das für mich keine Hausaufgabe darstellt wie in der Schule. Das mich mit keinem einzigen Satz langweilt. Das mich stets vorwärts trägt, von Zeile zu Zeile. Das auf jeder Seite die Spannung hält. Mich also anspannt und damit, so paradox das klingen mag, zugleich entspannt. Das mir neue Welten eröffnet. Das alle meine Sinne anspricht. Das mich emotional berührt. Wo das, wie es geschrieben ist, genauso wichtig ist wie das Was. Dass man mehrmals lesen kann, um dabei immer Neues zu entdecken, das immer besser und klüger ist als das, was sich darüber sagen lässt. Punkt. Das ist für mich ein gutes Buch. Dieser Anspruch ist der denkbar höchste und von kaum einem, vielleicht gar keinem Autor zu erreichen. Vielleicht hat es Wladimir Nabokov mit Lolita geschafft. Das muss ich jetzt euch überlassen. Probiert es einfach aus. Ich bin gerne bereit, nochmals ein Video über diesen Roman zu machen und dabei zu zeigen, wie man ihn lesen könnte. Er funktioniert auf allen Ebenen, ist keine Aufgabe für mich, langweilt nie, drängt mich von Seite zu Seite, Zeile zu Zeile vorwärts, spricht alle meine Sinne an, berührt mich emotional tief und ist immer klüger als alles, was sich darüber sagen lässt, vor allem von Nabokov selbst. Ratschlag 5. Man lese ein Buch, das man bei der ersten Lektüre schätzen gelernt hat, ein zweites Mal. Ich bin als Mensch unter anderen Menschen auch nur ein Leser unter anderen Leserinnen und Lesern. Ich begreife nicht alles beim ersten Mal. Niemand tut das. Selbst von Nabokov wissen wir, dass er verwundert darüber war, wie viel in Lolita drin war, was er offensichtlich nur unbewusst beim Schreiben alles so reingelegt hat. So sind zum Beispiel die Toten aus dem Jenseits für den Erzähler des Romans namens Humbert Humbert allgegenwärtig. Und das merkt man erst bei der zweiten oder dritten Lektüre. Warum ist das wichtig? Weil wir alle von unseren eigenen Toten umgeben sind, als Erinnerung und damit als irgendwie reale Gegenwart. So lehrt ja die Neurologie. Das, was wir uns vorstellen, ist zunächst immer ebenso real wie das, was uns alltäglich gerade umgibt. In der Verschwörung der Krähen stirbt irgendwann der Geheimagent Smythe. Und von nun an begleitet er Daniel Defoe aus dem Jenseits. Er führt ihn in Gestalt eines Fuchses zu Mitch Crane, die Defoe helfen wird, in die Unterwelt Londons, nach Romeville, hinabzugelangen. Smythe bewacht Defoe und er bewacht das wiedervereinte Ehepaar Mary und Danny Defoe am Schluss des Romans als Pfauenauge. Auch das wiederum
wird man erst bei der zweiten oder dritten Lektüre bemerken. Welches Beispiel aus der Literatur wir auch immer nehmen, es gibt immer noch eine Zweitbedeutung, eine Welt unter der Oberflächenwelt, ein Roamville sozusagen. Im Fall von der Verschwörung der Krähen ist sie mit der bangen Hoffnung der Foes verbunden, dass diese Welt nicht die einzige ist, dass es jemanden gibt von draußen, der auf uns Acht gibt. Für diesen Ratschlag 5, man lese ein Buch, das man bei der ersten Lektüre schätzen gelernt hat, ein zweites Mal, gibt es noch eine andere Begründung. Zuerst lesen wir alle auf das Was hin. Was geschieht hier? Was wird hier erzählt? Und wollen wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wie wird der Graf von Monte Cristo sich rächen? Wird es trotz seiner Racheorgie zu einem Happy End kommen, fragen wir uns. Dann aber nebenher, oft aber erst bei der zweiten Lektüre, wollen wir wissen, wie das, was uns derart in Spannung versetzt hat, erzählt worden ist. Wie es uns in Anspannung gehalten hat. Man kann also auch Qualitätsbestseller wie den Grafen von Monte Cristo so lesen, gerade weil er in seiner Popularität einen gewissen künstlerischen Anspruch hat. Das heißt, seine Attraktivität für viele von uns, auch für mich, beruht auf einer spannenden Geschichte, die den Leser mitreißt und es ihm dadurch erlaubt, die stilistischen und strukturellen Hürden zu überwinden. Bei der zweiten Lektüre fallen uns nicht nur unschätzbare Details auf, sondern vor allem, dass gerade diese stilistischen und strukturellen Hürden eine zusätzliche Spannung erzeugen. So ist ein anderer Qualitätsbestseller, Mary Shelley's Frankenstein, ein Roman in Briefen und dazu im Rückblick und verschachtelt gebaut, was viele Leser abschrecken dürfte, bis sie einfach zu lesen anfangen. Und jetzt kommt's wichtig, gerade aufgrund dieser Machart der spannenden Geschichte folgen. Das heißt, natürlich hat sich Mary Shelley einen spannenden Plot, Handlung ausgedacht. Aber wie sie ihn ins Werk setzt, darauf kommt es an. Diese Machart zu durchschauen bedeutet besonderen Genuss. Man steht dann sozusagen auf Mary Shelleys Seite und hat eine weitere Freundin fürs Leben gefunden. Dasselbe gilt wiederum für Homers Odyssee. Ich kenne niemanden, der sich daran erfreut hätte, wie Odysseus sich an den Freiern reicht. Schlachtet sie ja alle ab, ne? Wisst ihr, einen im Saal. Und sich zugleich an Homers Kunst dabei erfreut hätte, wie er es also macht. Hier fallen das Wie und das Was ja fast zusammen. Das Wie und das Was kommen also zur Deckung. Noch ein Beispiel von Danis Effi Briest. Beim ersten Lesen fragt man sich, ob der Dachzimmerspuk real ist oder eingebildet. Generationen von Lesern haben sich mit Recht darüber und bitte gern weiter so den Kopf darüber zermartert. Bei der zweiten Lektüre bemerken wir, dass es aber gar nicht mal so sehr darum geht, ob Effis Ehemann in Stetten den Spuk als eine Art Angstapparat aus Kalkül einsetzt. Das kann so sein. Bei der zweiten Lektüre bemerken wir, dass Effi sich dafür entschieden hat. Ja, mein Ehemann setzt diesen Spuk gegen mich ein und darum lässt sie sich auf den Verführer Krampas ein, um sich an ihrem Ehemann zu rächen. Und wie Fontane das dann inszeniert ist, einfach cool. Ratschlag 6. Es gibt Werke, die von sich aus eine zweite Lektüre einfordern. Klar, der Ulysses, unendlicher Spaß von Foster Wallace oder Sand von Wolfgang Herrndorf. Nicht jeder Leser will den Aufwand treiben, ein Buch ein zweites Mal zu lesen, also bereits bei der ersten Lektüre wissen, dass er es ohnehin nochmals lesen muss. Er sollte die Finger von solchen Werken lassen. Er versäumt zwar eine ganze Welt dabei, aber da ist eben nichts zu machen. Allerdings sollte er sich stets vor Augen halten. In einem großen literarischen Werk ist alles bedeutungsvoll. Kein einziger Satz, ich betone das, und wer den Roman kennt, weiß es selber. Kein einziger Satz in Effi Briest steht einfach so da. Er hat mindestens zwei Bedeutungen. Das hört sich anstrengend an, ist es aber nicht, wenn man ein passionierter Leser ist. Und für Joyce, Foster Wallace und Herrndorf gilt das allemal. Literatur ist immer auch sprachliche Kreativität. Für die Flucht ins Unkomplizierte gibt es ja Downton Abbey und Bridgerton. Ratschlag 7. Wenn dich etwas langweilt, hör damit auf. Niemand wird bestreiten, dass es langweilige Werke gibt. Also Werke, die ohne Not, ohne Dringlichkeit und stilistischen Reiz geschrieben sind. Zumeist aber liegt es an mir oder dir, dass es dich langweilt.
Es langweilt dich aber nur gerade jetzt. Du bist nicht in der Stimmung. Du hast nicht, wie man heute sagt, das Mindset dafür. Das macht nichts. Das Buch, das dich jetzt langweilt, ist in 2 Jahren immer noch da. Dann wird es dich nicht mehr langweilen, sondern du wirst es brauchen. So ist es mir etwa mit der Moravischen Nacht von Peter Handke ergangen. Bei der ersten Lektüre fand ich das Buch mühsam und kitschig. Später fand ich darin eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Es gibt einen wunderbaren Satz von Walter Benjamin und der lautet: Wir wurden auf Erden erwartet. Auf diese Situation umformuliert: Deine Bibliothek wartet auf dich und ihre Geduld ist endlos. Ratschlag Nummer 8. Lest nur Rezensionen, die zum Buch hin statt von ihm wegführen. Verrisse aus reiner Geschmackswillkür sind, ich spreche aus eigener Erfahrung, leicht zu schreiben. Wirklich stark sind lediglich die Kritiken, die vorab über das Buch informieren, sodass man es vorab auch mit mehr Gewinn angeht und mit Begeisterung. Und daraus folgt schon Ratschlag 9. Geht bitte an ein Buch immer mit der Haltung heran, was der Autor damit wollte. Seine Absicht und sein Kunstwollen sind schon auf den ersten 10 Seiten zu erfahren. Es trägt seine eigenen Maßstäbe schon in sich. Niemand wird ernsthaft auf den Gedanken verfallen, The Stranger zum Beispiel von Harlan Coben an den Buddenbrooks zu messen, nicht weil sie qualitativ verschieden wären, sondern weil sie jeweils was ganz anderes wollen, was ganz anderes von sich verlangen und uns auch was gänzlich anderes bieten wollen. Im deutschsprachigen Raum ist noch immer der Gegensatz zwischen, wie ihr alle wisst, zwischen E und U Unterhaltungs- und Hochliteratur verbreitet. Dieser Gegensatz interessiert einen wahren Leser gar nicht. Coben lese ich als gesellschaftskritischen Thriller gegen die Gier. Buddenbrooks als Familienroman und so weiter und so fort. Der Gegensatz zwischen E und U geht mich hier überhaupt nichts an. Ein wahrer Leser will lesen, nicht urteilen. Wer ein Buch mit der Frage aufschlägt, ist das gut, mag ich das, sollte sich auf die Lektüre von Kochbüchern beschränken. Der wahre Leser fragt das Buch: Wer bist du und was kann ich mit dir machen und was kann ich aus dir gewinnen? Lesen ist eine Überlebenstechnik. Gehen wir unsere Bibliotheken durch, dann haben wir die ganze Menschheit in allen Facetten vor uns. Jeder Mensch ist er selbst und das, was er noch werden könnte. Wir tragen alle die Möglichkeiten, all die Leidenschaften, all die Lebensweisen in uns, von denen die Bücher in unserer Bibliothek erzählen. Darum lesen wir. Und darum ist Literatur alles.